Natalia hat das richtige Teil gefunden. Der rote Rock soll es sein. Aber auf der Stange fehlt ihre Größe. Ein Fall für den Chatbot DTEGA. Der digitale Kaufberater prüft mit einer Portion künstlicher Intelligenz zum Beispiel, ob der richtige Rock noch im Lager liegt. Natalia kann in die Umkleide. Der Rock kommt dank kurzer Info an die Verkäuferin dann direkt hinter den Vorhang. Damit der digitale Shopping-Assistent aber funktioniert, braucht er natürlich genaue, maschinenlesbare Daten aus dem Lager. Zum Beispiel Roboter Tori liefert genau das. Jede Nacht dreht er autonom seine Runden und scannt den Warenbestand mit Antennen und Kameras. Schon morgens, vor Ladenöffnung, ist die Inventur up to date. Doch auch wenn etwas nicht im Lager liegt, kann es dennoch anprobiert werden. Digital erweiterte Realität macht's möglich. Selfie oder Foto der Hand und schon werden Schmuck oder Uhren auf Arm oder Hals projiziert. Auch Diebstahl wird so eher schwierig. Genau wie in dieser Innovation. Auf der Eurozist wird ein Ladensystem vorgestellt, bei dem beim Eintritt in den Laden nur die Kreditkarte gescannt werden muss oder ein anderes Zahlungsmittel wie Payment-App oder Kontokarte. Dann kann der Kunde bequem einpacken, was er möchte. Der Shop nutzt Sensoren und Kameras, rechnet zusammen, kassieren ist nicht nötig. Seamless Checkout nennt sich, was nach Ladendiebstahl aussieht. Aber abgerechnet wird natürlich doch, nur eben ohne, dass sich der Kunde kümmern muss.